Können Magda legen. Okay, warte, folgendes. Wir legen Magda, dann greifen mit den Goldspan Dragon an. Ja, dann greifen wir mit den Goldspan, dann greifen wir mit allem an. Wir generieren so viele Treasure, dass wir auf jeden Fall 5 sacken können, um uns Old Norborn rauszusuchen. 5. Leute, ich spiele das zum ersten Mal, ne? Deshalb, bear with me. Wir finden Old Norborn. Wir gainen life. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Solaris erstes Mal. Diesmal spielen wir Teemo Treasures. Die Liste ist von Mono Black Magic, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten, denn Treasures sind zum einen eine sehr nice Mechanik und zum anderen ist die Liste hier extra dafür geeignet, den Gegner ultimativ zu foppen. Nicht zuletzt auch wegen so Limited Spoilern wie Earth Cult Elemental. Worum geht es in dem Deck? Naja, es geht grundsätzlich erstmal um Treasures. Wie generieren wir Treasures? Mit Magda. Mit Prosperous Innkeeper. Wie kriegen wir mehr Treasures? Mit Xorn. Wie kriegen wir mehr Kreaturen, die Treasure bauen? Offensichtlich mit Volo und mit Glasspool-Mimik, denn das sind entweder Klone oder Klone. Goldspan Dragon ist auf jeden Fall die Karte, die am geilsten Treasure macht und die am besten nutzen kann. Aber die meisten Treasure macht tatsächlich Old Norborn. Und wenn man so viele Permanents in Form von Treasure-Token rumliegen hat, die man eigentlich gar nicht braucht, dann kann man die natürlich besonders gut wegsacken mit dem Earthcult-Elemental, während der Gegner vielleicht tatsächlich relevante Permanents wegsacken muss. Und das Ganze haben wir dann natürlich auch einfach mit dem Genesis-Ultimatum gepaart, denn wenn wir eh schon Rot, Grün und Blau spielen und irgendwie ganz schön viele Fetti-Fetti-Bum-Bums ins Spiel bringen wollen, dann können wir natürlich auch das Genesis-Ultimatum spielen. Das Deck heißt nicht umsonst Teemo Treasures. Alles, was wir machen wollen, ist rampen, Treasure-Token generieren und damit irgendwie das Spiel gewinnen. Ich bin mal gespannt, was die maximale Anzahl an Treasure-Tokens sein wird, die wir mit diesem Deck bei Solaris erstes Mal hier bekommen werden. Ich werde mit euch jetzt gleich in ein Standard-Event reingehen. Wenn ihr die Deckliste selber mal spielen wollt, guckt einfach unten in der Videobeschreibung. Dort ist die Deckliste für euch. Dafür ist aber auch genau direkt der Daumen-Hoch-Knopf und der Abo-Knopf. Wenn ihr den drückt, würde ich mich natürlich auch mega drüber freuen. Aber jetzt erstmal zu den Games. Wehe, das Deck funktioniert nicht. Das ist auf jeden Fall das teuerste Deck, das man bauen kann bei so viel Treasure-Tokens. Boah, ich bin mir echt nicht sicher, ob wir das halten können. Ich meine, wir haben vielleicht Xorn und ich halte das mal einfach vor Science. Die Idee von so einem Solaris erstes Mal ist natürlich auch einfach zu gucken, was geht damit. Shambling Ghast, okay. Okay, wir werden erstmal ein Triumph spielen. Danach werden wir vermutlich nichts machen, außer wir topdecken einen Super 2-Drop. Danach werden wir Xorn spielen, vielleicht Xorn kopieren, Goldspan Dragon bauen und mal gucken, was dann so geht. Gegner spielt Schwarz-Grün Snow mit Shambling Ghast, was nicht super bad ist, glaube ich. Also kann man auf jeden Fall spielen. Die Liste hier ist übrigens auch schon fast Standard 22-Proof. Das Einzige, was man hier noch benötigen würde, ich glaube, ich kann vielleicht ein Glasspool-Mimik als Tapped Land legen hier. Ja, wahrscheinlich kann man das machen. Man muss halt das Genesis-Ultimatum austauschen. Das Genesis-Ultimatum ist leider nicht mehr gültig. Ikoria, sadly, da auch mit Ikoria zusammen alle Companions rotieren leider raus. Ich weiß, es ist echt schade. Kein Lurrus Rogues mehr, kein Yorion-Companion mehr. Wir werden es auf jeden Fall vermissen, denke ich. Gucken, was Tom hier so zaubert. Das heißt, man müsste einfach nur einen Ersatz für Genesis Ultimatum finden. Vielleicht gibt es da ja was in Innistrad. Und dann kann man das Deck einfach weiterspielen und weiter mit Treasure Tokens die Gegner nerven. So, Shambling Ghast Attack. Das ist soweit in Ordnung. Ja, jetzt würde ich hier mal so ein Snarl legen, mal so ein Island zeigen und mal ein Xorn legen. So. Nächste Runde könnte man dann Catria Triome und Glassplume Mimic auf Xorn legen. Immer natürlich vorausgesetzt, der Gegner interagiert mit uns nicht, was nicht so super wahrscheinlich ist. Okay, zugegeben, das war nicht so optimal. Ich bin gespannt, wie das... Gegner? Glasspool-Mimik jetzt gleich bringt leider nicht so viel, weil wir nur eine Kopie von eigenen Kreaturen nehmen können. Das heißt, solange bei uns nichts aus dem Board liegt, ist Glasspool-Mimik als Land irgendwie doch noch ein Ticken besser. Ja, okay. Tom hier noch hart am Denken. Dina, okay. Ah, ist so ein, wahrscheinlich so ein schwarz-grünes Sacrifice Plum the Forbidden Deck irgendwie. Ja, jetzt müssten wir irgendwie einen Spell ziehen, der weniger als 5 Mana kostet. Das wäre super. Ich würde schon ganz gerne was legen, bevor ich jetzt Zug 4 abgebe, ohne irgendwas zu machen. Dina kann ja schon sacken und vielleicht rampen. Vielleicht spielt der Gegner irgendwie einen 6er oder so. Ah, perfekt.
Ein Spell, der weniger als 6 kostet, oder weniger als 5 kostet, ist auf jeden Fall nicht Earthcold Elemental. Mhm. Ja, pass ich den Turn. Nächste Runde Goldspan Dragon, danach die Runde vielleicht Ultimatum, je nachdem. Wenn wir noch weiter die ganzen High Drops ziehen, dann vielleicht lohnt sich das Ultimatum auch nicht. Okay, sind wir auf 15. Gegner spielt Skeletal Swarming. Das können wir besiegen, tatsächlich. Das können wir tatsächlich besiegen. So, Treasure Token gebaut. Nächste Runde. Ah, was? Wir könnten Goldspan Dragon. Goldspan Dragon. Aber dann, wir könnten Goldspan Dragon und mit den Treasure dann Earthcold Elemental machen, aber das lohnt sich vielleicht nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht spielen wir auch einfach das Ultimatum. Vielleicht können wir das Ultimatum auch gar nicht spielen. Doch, können wir. Ich würde sagen, dann ist es auf jeden Fall Zeit fürs Ultimatum, oder? Ja. Shambling Gas, es kommen zwei neue Skeletal Swarmings dazu. Ja, auf geht's, Ultimatum. Mal gucken, was so rauskommt. Einmal die Lotterie gerollt. Please don't be bad. Just don't be bad. Genesis Ultimatum. In before 5 Länder. Bisher haben wir noch nicht so richtig gezeigt, wie viel Treasure wir eigentlich bauen können. Ne? Also, Xorn. Okay, Xorn. Und noch ein Genesis Ultimatum. Okay. Ich meine, theoretisch können wir noch ein Glasblume Mimic legen, aber wir sind schon fast tot, ne? Wir sind schon fast tot. Ja, Autopay. Es ist schon witzig, das Deck ist schon nice. Wir kopieren Xorn und nächste Runde machen wir mit Goldspan Dragon ordentlich. Aber wir müssen jetzt Dina blocken und nehmen dann 11. 3, 6, 9, 10, 11. Prosperous Innkeeper, okay, der macht... Wenn alle angreifen, dann blocke ich einfach Diener. Und so nehme ich einfach 11 oder verliere ich dann durch irgendein... Ah, warte mal, Life Gain. Es kommt ein Skeleton ins Spiel. Das gaint ein Life und dann verliere ich ein Leben. Das heißt, das ist ein Lethal Attack. Das ist leider ein Lethal Attack. Das heißt, ich muss hier einfach blocken. Dann nehme ich 8. Dann kommen 2 Skeletis. Dann nehme ich 10. Ja. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Kann Dina noch irgendwelche anderen Tricks machen? Achso, könnte... Okay, gehen wir auf 3. 2 Skelette kommen, ich gehe auf 1. Okay, und jetzt müssen wirklich krasse Dinge passieren. Ich kann ein Ultimatum spielen. Wahrscheinlich sollte ich das auch tun, oder? Und dann irgendwie Treasure generieren mit Doppelxorn. Gucken wir mal. Einfach mal gucken. Ich weiß noch nicht. Wir sind auf 1. Okay, wir haben Treasure. Das. Okay. Wir revealen das, ja. Okay, jetzt passieren irgendwelche schlimmen Dinge, denke ich. Okay, wir haben ordentlich Treasure. Wir haben Earthcold Elemental. Mit einer 15, okay, alles klar. Wir haben im Moment 6 Mana. Wir könnten noch ein Earthcold Elemental legen. Wir haben gar nicht mal, wir haben 9 Mana. Ich kann Magda legen. Puh, das ist aber kompliziert. Okay, ich kann Goldspan Dragon legen, aber ich bin nicht lethal, oder? Goldspan Dragon, kann ich irgendwie lethalen? Wahrscheinlich nicht, ne? Autopay. Und wir können halt auch erstmal einfach mit den beiden Goldspan Dragon angreifen und irgendwie ein paar Treasure generieren. Nee, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Wir können Magda legen. Okay, warte, folgendes. Wir legen Magda, dann greifen wir mit den Goldspan Dragon an. Ja, dann greifen wir mit den Goldspan, dann greifen wir mit allem an. Wir generieren so viele Treasure, dass wir auf jeden Fall 5 sacken können, um uns Old Norborn rauszusuchen. 5. Leute, ich spiele das zum ersten Mal, ne? Deshalb, bear with me. Wir finden Old Norborn. Wir gainen life. Wenn das connected, haben wir nochmal ziemlich viele
Treasure Token. 4 Damage, aber ich glaube, die kriegen wir nicht. So, wie viel Treasure kriegen wir jetzt? 14, ne? Also 14, allerdings mit Xorn dann nochmal ein paar mehr. Wieso haben wir jetzt 22 gekriegt? Achso, einer mehr. Okay. Okay, mit den 24 können wir jetzt erstmal cyclen. Gut, dann haben wir ja immer noch 22,5 übrig irgendwie. Gucken, was wir ziehen. Okay. Was macht das Ultimatum jetzt? Oh boy. Okay, wir haben noch 18 Treasure. Oh boy. Volo, okay. Ja. Nee, es hat mit 5. Ich würde gerne alles nehmen. Volo muss natürlich auch mitgenommen werden. Okay. Wir haben jetzt hier erstmal noch einen Earth Cult Elemental Trigger. Boom! Boom! Direkt das erste Game. Ultra nice. Leute, das ist ein geiles Deck. Sehen wir uns gleich zu Runde 2. Da muss man auf jeden Fall nochmal einen richtig krassen Kredit an Mono Black Magic geben. Das Deck ist einfach, macht so viel Spaß zu zocken. Ist richtig nice. Okay, alles klar. Catch Your Trium. Ja, gucken wir mal. Catch Your Trium. Ja, wir haben nicht so wirklich was, ne? Ein bisschen 2-Mana-Ramper. Eine Magda von oben wäre halt perfekt, aber wir haben Old Norbone und Genesis Ultimatum und alles. Das ist so nice. Oh, Leute, tut mir leid, dass ich so viel lachen muss, aber das Deck macht einfach richtig Spaß zu spielen. Okay, wir fangen an mit Triomo, dann Frostbolt Snarl, dann Island, klare Geschichte. Ne, dann doch nicht Island, sondern ich die Klein, das hier, ich muss ja eh nichts zeigen. Können wir gleich noch den Wine Glimmer Snarl spielen. Vielleicht haben wir bis da... Schon wieder schwarz-grün. Vielleicht haben wir jetzt auch noch einen Drop, tatsächlich. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir spielen können. Yes, perfekt. Xorn direkt aber auch. Perfekt. Okay, die Gegner werden sich wahrscheinlich alle denken, Alter, was macht der denn für einen Scheiß? Xorn, please stop it. Okay. Wir sehen einen Scry. Top ist nicht das, was ich sehen will, aber ist okay. Wait, what? Du toppst und dann... Ich wollte gerade sagen. Und dann nochmal Upkeep Scry wäre auf jeden Fall ein bisschen falsch, aber auf jeden Fall auch nice. Nein, lass Xorn leben. Xorn hat dir nichts getan. Boah, wie knapp das gerade war, ne? So auf 1 überlebt und dann easy gewonnen. Das war schon nice. Okay, dann würde ich sagen, böschen wir erstmal mit Xorn. Mal gucken, ob der was abkriegt hier. Ne, darf er? Okay, dann legen wir Volo. Nächste Runde hätten wir theoretisch Doppel-Goldspan Dragon, wenn Volo überlebt, mit 4 Treasure Tokens into Genesis Ultimate. Okay, das wird niemals funktionieren, aber es wäre ultra witzig. Also, das wird niemals funktionieren, aber es wäre nice. Ja, okay. Nein. Zieh eine Karte, ja. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Schiss vom Sweeper. Okay, Scry. Scry finde ich gut. Bottom will ich jetzt sehen. Ich will nie Top sehen. Ich will jetzt auf jeden Fall Bottom sehen. Und dann möchte ich noch einmal einen Tappen. Ach. Top könnte ärgerlich sein. Na, schauen wir mal. Imagine, ey. Goldspan Dragon into Goldspan Dragon into Attack für 4 Treasure into, into Genesis Ultimatum. Wir dürfen. Ich glaube, wir dürfen. Ich glaube, wir dürfen. Ich glaube, der Gegner hat gleich keine Permanence mehr, wenn alles glatt läuft. Oh. Ich meine, damit kann man da auch nicht rechnen bei dem Start, ne? Der Gegner denkt wahrscheinlich, okay, der hat irgendwie irgendwelche Draft-Scharf zusammengepackt und hat halt nichts. Gilded Goose. Okay, na, das ist okay. Das ist noch ein... Ach, Goldsman Dragon. Naja, okay, ist nicht so schlimm. So. Erstmal ein Dragon kopiert. Erstmal mit allem angegriffen. Dann erstmal 4 Treasure gebaut. Nice. Dann so... Oh, okay. Dann Genesis Ultimatum. Würde ich behaupten. Ja, kann man auf jeden Fall mal zünden, oder? Dann... Boah. Ah, okay, dann Concession. Na gut, okay, nehme ich mit. Aber ich hätte natürlich auch gerne noch ein bisschen weiter gespielt. Sehen wir uns gleich zu Match 3. So, Match 3, wir fangen an. Boah, Hand ist aber auch... Ah, okay, das geht wirklich nicht. Also ich habe gerade schon Sketchy Keeps gehalten. Ich glaube, hier geht es wirklich nicht. Hier nehmen wir mal einen Mulligan. Into besser, aber auch schon wieder fragwürdig. Wir haben kein Turn 2 Untapped Land, was ein bisschen ärgerlich ist.
Aber ist okay. Ich meine, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Innkeeper, der kauft uns ein bisschen Zeit. Okay. Schön. Turn 2 haben wir ein glattes Play hier. Haben wir Turn 3 Tapped Land, Turn 4 Untapped Land. Prosperous Innkeeper ist überraschend gute Karte. Also dieses einmal ein Mana rampen ist so gut. Ist wirklich echt überragend. Okay, Gegner spielt Gruul Adventures. Was endlich. Das ist auf jeden Fall mal eine Probe. Alter, wirklich. Mussten wir jetzt noch den dritten Old Norborn ziehen? War das Talas Note? Ja. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich darf, zumindest Prosperous Innkeeper nutzen zum Blocken vom Rimrock Knight. Zumindest, wenn ich die Chance habe. Es ist nicht hundertprozentig klar, dass ich das überhaupt darf. Und dann würde ich schon ganz gerne einen Goldspan Dragon oder sowas topdecken. Es gibt nicht viel, was ich sonst ziehen will. Okay. Ah, das ist vielleicht ein bisschen zu stark. Vielleicht ist unser Deck gegen ein richtig getuntes Standard-Tier 1-Deck nicht optimal aufgestellt. Hätte man vorher gar nicht geahnt, ne? Hätte einfach gedacht, Teemo Treasures ist natürlich Top-Tier. Okay. Gegner findet jetzt noch ein Land und legt dann Bonecrusher oder so. Noch ein Rimrock. Okay. Ich muss jetzt schon wirklich eigentlich muss ich Goldspan hitten, sonst habe ich verloren. Okay, Lando Calrissian, der hilft nicht. Wir haben jetzt noch. Wir nehmen jetzt 8 mindestens. Mit einer Embercleave nehmen wir nochmal 5 mehr. Also 13. Ja, jetzt können wir nicht. Jetzt gibt es kein Out mehr. Außer irgendwas, was uns für 0 Mana rammt. Aber. Jetzt gibt es kein Out mehr, glaube ich. Das war eine kurze Runde. Sehr schnell abgefrühstückt hier von Gruul. Keine Chance. Aber wir lassen uns nicht entmutigen, oder? Teemo Treasures macht natürlich weiter in diesem Standard-Event. Bis gleich. So, jetzt nochmal eine gute Hand, bitte. Wir fangen an. Ja. Ja. Ich glaube, das ist die beste Starthand, die wir bisher hatten. Glasspool Mimic, natürlich ein bisschen ärgerlich als Land zu legen. Immer ärgerlich bei diesen Double-Face-Karten. Aber deshalb sind sie halt so gut. Weil wenn man wenig Länder hat, kann man sie immerhin als Land legen. Genau. Gegner hier mit einem Mulligan. Ich hoffe, okay. Ja, dann würde ich sagen, legen wir das mal. Turn 2, Prosperous Innkeeper. Wir könnten Turn 3 tatsächlich Volo legen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so gut... Ja, wir legen Magda. Magda into Xorn ist super gut. Beziehungsweise erstmal Xorn, dann mit Magda attacken. Das ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Sofern Magda überlegt. Ist natürlich ein bisschen immer fragil, ne? 2-1er. Aber gegen Blau könnte das schon... Blau-Schwarz nicht unbedingt. Old Norborn, okay. Bitte lass den Xorn resolven. Keine Jari Disruption, kein Essence Getter, kein gar nichts. Bitte lass mich attacken. 2 Treasure Board. Na. Schade. Oder? Wobei wir, ehrlich gesagt, in den ersten Runden schon so viel Spaß mit dem Deck hatten. Eigentlich ist es schon jetzt egal, was passiert, weil es einfach so nice war. Kann man einfach gar nicht sagen. Ja, guck mal hier. Xorn. Ah, ne, ich muss das, glaube ich, als Land legen, ehrlich gesagt. Ich darf hier keine Landdrops mehr missen. Und dann haben wir theoretisch... Mal gucken, was wir gleich haben. Bin mir noch nicht so sicher, was wir gleich haben. Theoretisch haben wir vielleicht einen Old Norborn oder ein Earthcult Elemental. Vielleicht entspannen wir aber auch ein bisschen mit einem Volo. Okay. Gegner fetcht hier. Crippling 4, oder wie die Karte heißt, -3/-3 auf alles außer einem speziellen Kreaturentyp, wäre sehr ärgerlich. Ich weiß immer auch nicht so recht, gegen was wir hier spielen. Entweder Blue-Black Control oder Brazen Borrower, okay. Mhm. Gut, der macht jetzt nicht so ganz so viel. Oh, Genesis Ultimatum. Hm. Das lässt mich jetzt natürlich irgendwie erstmal noch so ein bisschen... Man könnte hier Earthcult-Elemente spielen. Und wenn man was mehr als 1-9 rollt, dann sterben Länder vom Gegner. Ja, ich glaube, wir gehen einfach attacken und spielen Volo aus. Dann kann man halt immer noch Earthcult-Elemente nachlegen. Ah, werden wir jetzt ein bisschen gestymied hier, aber das ist schon okay. Gucken, ob Volo Guide to Monsters wird auf Neutralize. Okay. Mhm. Gut, ein Neutralize weniger im Deck, um Genesis Ultimatum zu countern. Finde ich auch fair. Ich weiß halt nicht. Ja, okay. Das ist sowieso ein Tapped Land. Dann lege ich jetzt einfach Xorn hin. Ich hätte überlegt, ob man
ob ich Genesis Ultimatum in 2 Mana reinlegen soll. Aber dadurch, dass ich gar nicht in die Verlegenheit gekommen bin, es überhaupt casten zu können, kann man es auch sein lassen. Ja, erstmal ein Attack für 1. Man muss da erstmal was gegen tun. Oder du nimmst es einfach und das ist auch okay. Ja, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall Genesis Ultimatum ready. Mal gucken, ob jetzt Main Phase irgendwie vielleicht Ashiok gespielt wird oder sowas. Ashiok wäre zum Beispiel völlig okay, weil dann ist der Gegner ausgetappt und wir können hier entspannt ein Ultimatum jammen. Na, dürfen wir nicht. Gegen Kontrolle willst du doch nicht spielen, ey. Das ist doch doof. Na, ich greife mal an. Ich spiele vielleicht Post-Combat ein Ultimatum. Vielleicht wird ein Shark für 3 gecycelt. Ach, Gegner nimmt einfach alles. Gegner ist ein Spielverderber. Hier, komm. Dann macht das Ultimatum kaputt. Oh, geht mit einem Dimir Control Deck in ein Standard-Event. Naja, ist schon völlig okay. Ist nur schade für uns. Okay. Ja, da ist es Negate. Schade. Haben wir noch ein Kärtchen gezogen. Ja, ganz entspannt. 6 Mana, more than keinen, könnte kommen. Gegner muss sich auch eigentlich. Okay. Muss sich auch eigentlich keine Sorgen um irgendwelche Sachen machen, dachte ich, wollte ich jetzt gerade sagen, aber. Wir brauchen noch. Wir haben 3 Blau, 2 Rot, 1 Grün. Also wir brauchen irgendwie noch eine Mischung aus auf jeden Fall ein grünes und dann ein rotes oder ein blaues. So, Gegner auf 10. Gegner aber gleich wieder. Jede Runde eine Karte ziehen und dann 4 Life Gain ist genauso gut wie der Attack vom Prosperous Innkeeper. Das ist ein bisschen frustrierend. Okay. Dann würde ich sagen, ist jetzt Earth Cult Elemental Time und eine 20. Wow. Kein guter Draw. Kein guter Draw. Schade. Old Norborn hier ungefähr so gut wie gar nicht zu ziehen. Volo, klar, Volo legen wir hin. Volo wird entweder gecountert oder zerstört oder beides. Wenn der Gegner es drauf anlegt. Es ist Volo, er macht nichts. Man kann ihn einfach liegen lassen. Oder man rewindet, das geht auch. Ich fühle mich in dem Matchup tatsächlich nicht vorne. Na, Gegner fängt jetzt erstmal ganz entspannt an, Karten zu ziehen. Hat jetzt auch schon wieder 4 auf der Hand. Und noch eine Maceman Tome und ist wieder auf 14. Und wir haben Converted Mana Cost von 6,75 im Schnitt auf der Hand. Und Gegner hat jetzt wie viele Karten? 8 Handkarten. Okay, das geht. 8 Handkarten können wir besiegen, denke ich. Der Plan von dem Deck ist eigentlich, mit Treasure Tokens so zu tun, als hätte man Ressourcen und dann hier irgendwie über sowas wie Ressourcenverknappung zu gewinnen. Wenn der Gegner dann aber viel mehr Handkarten und mehr Länder und mehr Kreaturen und mehr Artefakte liegen hat, passiert das alles gar nicht. Ja. Damn. Entschuldigung. Die 1 bis 8 hier war auf jeden Fall nicht optimal. Das heißt, ich bin jetzt wieder 2 Runden weg von allen meinen 3 Handkarten. Klingt du das? Okay. Worüber ich mich freuen würde, ist, wenn der Gegner eine Win-Condition hinlegt, weil dann könnte ich nämlich einfach conceden. Ja, wenn der Gegner jetzt noch 20 Counterspells auf der Hand hat und einfach wirklich nicht gewinnen kann, dann könnte man noch weiterspielen. Aber wenn ich jetzt wirklich einfach direkt eine Win-Condition beim Gegner sehe, ja, schau es dir an. Fühlst du dich jetzt wenigstens schlecht, dass du Old Norborn.deck kaputt gemacht hast? Wahrscheinlich nicht mal. Okay, Old Norborn interessiert ihn noch nicht mal. Okay. Das ist ein klassisches Blue-Black-Control-Deck einfach. Mace My Tome, die 3. Und wir ziehen. Wenigstens unterhält uns das Deck in der Form, dass wir witzige Draws haben.
Wenn ich jetzt gleich kein Land ziehe, dann werde ich hier conceden und dann machen wir ein Bonusspiel, weil das nicht sonderlich unterhaltsam ist. Vielleicht legt der Gegner irgendwann eine Win-Condition, macht er aber einfach nicht. Wir ziehen kein Land, ich concede an der Stelle, ich kann das Spiel im Leben nicht mehr gewinnen. Wir machen noch ein Bonus-Game. Bis gleich zur letzten Runde, Timo Treasures. So, jetzt nochmal einmal so schön ziehen wie in den ersten beiden Runden. Boah, das ist hart an der Grenze, ey. Ich halte das mal, aber das hat das Potenzial absolut in die Hose. Okay, Paladin Class. Okay. Okay. Ich könnte hier mal sowas legen. Und dann fangen wir an mit Turn 2 Magda. Paladin Class. Ist wahrscheinlich sowas White Weeniges oder hier, ja. Zwei Spells pro Runde, ha? Huh? Jetzt noch so ein Coldspell Cleric? Nee, nichts. Okay, Magda. Gut, Magda ist hier nicht schlecht, die zweite zu ziehen, weil ich kann ja definitiv einfach mal anbieten zu traden. Dann könnte man nächste Runde, je nachdem, ob man ein Land zieht oder nicht. Will ich hier traden, maybe? Ah, ich glaube, ich will hier traden. Nee, ich glaube, ich will Mana machen. Nee, wir nehmen die einmal. Ja, perfekt, noch eine Magda. Das waren auf jeden Fall die besten drei Draws in Folge. Nein, du tradest nicht. Okay. Ich leg mal hier so ein Tapped Land. Leg einen Prosperous Innkeeper. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterverfahren. Jetzt fehlt so ein bisschen das Top-End, was wir gerade hatten. Ne? So ein paar Old No-Bones und sowas. Okay. Wieder, ja, wahrscheinlich auf den Aspirin selber, oder? Auf den Aspirin selber und dann Attack für 5. Könnte ich mir vorstellen. Kann Magda nochmal angreifen. Ich meine, wir können halt ein Fetzo ziehen. Ne? Wir können jederzeit irgendwas Fetziges von oben machen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Schade. Jetzt vielleicht doch schon spannend zu blocken, ne? Huh? Nee, ist natürlich noch nicht so spannend zu blocken. Volo gelegt. Tapped Land gelegt. Okay, also theoretisch haben wir die Chance, nächste Runde zumindest ein Earth-Cult-Elemental zu legen. Aber auch nur eins, weil Xorn leider auch ein Elemental ist, funktioniert das nicht mit Volo zusammen. Ja, okay, jetzt wird hier auf jeden Fall gedoublespelled. Ja, Giant Killer, jetzt geht's richtig ab. Was tun, ey? Was tun? Ich glaube, ich kann... Ich glaube, ich block nicht. Und dann ziehe ich jetzt irgendwie insane von oben. Na, ich ziehe aber gar nicht insane von oben. Ich ziehe gar nicht insane von oben. Okay, nächste Runde muss halt der Big Spell kommen, ne? Entweder kommt nächste Runde der Big Spell oder wir haben gar keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Also, wir können viele Treasures machen, aber... Okay. Oh, ne, kein Block wahrscheinlich. Ja, lege ich eine Untapped Mark da jetzt hin? Pff, ist eigentlich auch nicht so geil, ne? Na, wir haben immerhin Mana gekriegt. So, nächste... Überleben wir noch eine Runde? Angenommen, jetzt wird die Paladin-Class gelevelt. Ich werde wahrscheinlich... Boah... Ich muss Genesis-Ultimatum ziehen, ne? Das heißt, ich kann aber sowas wie Golo wegschmeißen, weil wir einfach keine Creature-Spells mehr casten. Ich kann auch Innkeeper wegschmeißen, weil Life-Totals spielen eh keine Rolle mehr. Xorn könnte halt noch wichtig sein. Also Xorn müssen wir wahrscheinlich behalten und dann müssen wir mal gucken... Skyclave Apparition auf Volo vielleicht? Oder auf einen Xorn? Auf Volo. Okay, der war nicht so wichtig. Der ist nicht so wichtig für uns. So, wie viel Damage kriegen wir jetzt? 2, 4, 7, 9, 12. Alle greifen an, okay. Ich könnte einfach, wenn ich Magda hier hinschmeiße, nehme ich 2, 5, 7, 8, 10. Okay, dann schmeiße ich auch noch einen Innkeeper weg. Dann nehme ich 2, 4, 5, 7 und dann ziehen wir von oben Ultimatum und haben irgendwie die Nuts. Na klar. Ist auf jeden Fall ein Plan. One time. Ja,
Einfach die vierte Magda. Einfach die vierte Magda. Ey, ohne Witz, wenn wir irgendwie Ultimatum gehittet hätten und zwei Drachen oder so, hätten wir sogar das Spiel noch gewinnen können. Aber so verlieren wir leider die Runde. Naja, ist ein bisschen schade. Also ich muss sagen, am Anfang hat das Deck richtig, richtig geil performt und richtig Bock gemacht. Und dann wurde ich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeschmissen. Nichtsdestotrotz, für Fun ist das Deck auf jeden Fall mega geil. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Mono Black Magic, der diese Kreation entwickelt hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim neuen Solaris ersten Mal. Wie gesagt, Deckliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Daumen hoch Knopf und den Abo Knopf. Drückt den noch einfach, wenn ihr das cool findet, was ich mache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.